I'm Paul Breitner, and I scored a goal in a World Cup final. Jedes Tor, jeder Sieg, jeder Titel, ein Sieg, ein Titel für mich und dann für meine Familie und dann an dritter Stelle für mein Land. Du gehst ins WM-Spiel rein, bist nach einer Minute 1-0 hinten. Du weißt überhaupt nichts mehr mit dir anzufangen. Du willst dich vergraben, du willst dich verstecken, du willst nur nicht weiterspielen. Jeder fängt an, böse zu werden. Gegen sich selbst, gegen die Situation. Jeder fängt an, wieder bereit zu sein, sich zu wehren. Und dann auch zu diesem, meinem Elfmeter, dann noch ungefähr 25 Minuten kamen. Wir hatten keinen festen Elfmeterschützen. Ich war der Letzte, der vorgesehen gewesen wäre. Aber ich wusste, keiner wollte die Verantwortung übernehmen. Dass ich mir gesagt habe, okay, Junge, du willst Weltmeister werden. Und dazu gehört auch, dass man den Elfmeter schießt. Also machst du das. Den haust jetzt rein und fertig. Und dann ist mir Wolfgang Oberath entgegengegangen und sagt zu mir, Paul, wie, willst du jetzt den Elfmeter schießen? Dann sage ich, ja, das siehst du doch, Wolfgang. Den hau ich jetzt rein und jetzt schleich dich. Hier ist es hinterher, mit welcher Lässigkeit und wie eiskalt ich diesen Elfmeter geschossen hätte. Als ich ausholte, habe ich gesehen, dass sich der Torwart auf diese Seite bewegt. Er macht die Bewegung, um mir diese Seite, dieses Eck anzubieten. Fertig. Ich bin ein relativ nüchtern denkender Mensch, deswegen genieße ich kurze Glücksmomente ganz besonders. Deswegen sitze ich ja auch nicht im Bewusstsein, Weltmeister zu sein, aber in dem Bewusstsein, dass ich gerade hier mit diesem Endspiel wunderbare Momente erlebt habe.